Also, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Du bist inaktiv. I need to know. So, weiter. Immer noch? Wieso bin ich inaktiv? Ey! Ich will nicht inaktiv sein. Nein! Diese Inaktivität, ich halte sie nicht aus. Ah, jetzt ist er weg. Okay, gut. So, es ist wieder hell. Hat sich mittlerweile irgendwann mal ein bisschen was getan hier. Ah ja. So semi. Immerhin hier vorne ein bisschen was. Aber aus jetzt. Wird aber immer aggressiver, die Viecher. Gut. Bam. So, jetzt habe ich schon wieder komplett vergessen, was ich eigentlich vorige Folge gemacht habe. Wir waren, glaube ich, dabei, die Sachen da einzuschmelzen für den Ofen, ne? Ja. So. Wir brauchen das da, alles, das da, alles. Sacke. Und schon haben wir einen wunderschönen Schmiedeofen. Hier. Legierofen. Praktisch. So. Dann mal gucken. Home Decor. Da. Brauchen wir Glas. Hä? Ach nee, hier. Da war es mit dem Dixie-Monster. Eben bei dem Waschbecken brauchen wir ja gar keinen. Da brauchen wir nur Papier. Und da brauchen wir erstmal Blätter für. So, Blätter haben wir zum Glück ein paar. Wir nehmen einfach mal erstmal alles, was wir da haben. Gut, so viele sind es dann auch wieder nicht. Hier ist ja alles, was zur Gruppe Glas gehört, ne? Das heißt, wir gucken mal. Group Leaf. Da ist eine ganze Menge dabei. Könnten wir so ein bisschen was bekommen. Gut, dann gucken wir mal, wenn wir hier einfach mal alles bunt reinschmeißen. Hä? Auch nicht. Auch nicht. Das, gut, das ist jetzt keine so große Ausbeute. Ey. Gut, wir brauchen definitiv Blätter. Wie kriegen wir am schnellsten Blätter? Gibt es sowas wie eine Schere? Gott, ich schreibe nur Schere. Nee, machen wir Deutsch. Oh, gibt es sogar zwei. Natürlich gibt es vielleicht zwei und die Frage ist, welche ist die richtige? Mops. Na, ich schätze mal eher die hier. Zweimal Stahl, Holz, zweimal Holz. Was? Stöcker meine ich. So, Stahl müssen wir noch ein bisschen haben. Sehr gut. Davon zwei. Davon eins. Weil wir mittlerweile haben völlig roten Holz hier massig, weil wir es ja abgebaut haben bei dem Baumhaus. Bom. Nice. So, und damit gehen wir einfach mal hier in den Dschungel. Oh. Und klaut mal hier ein paar Blätter. So, ich hoffe mal, das sind jetzt auch die richtigen Dinger. Ja. Oh, nein, halt. Gut, dann müssen wir also wieder unseren Geheimtrick anwenden. Oh,
Und vor allem, indem wir verschiedene Blätterarten nehmen und die dann mischen. Wie es dunkel wird hier. Und mit der Schere geht es ein schon schnell. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ey! Verdammt nochmal. Vier Stacks gerade mal. Hey, Alter. So, das heißt, wir brauchen hiervon 5 Stacks. So, und jetzt können wir nämlich, ganz ehrlich, wenn ich mal hier bin, habe ich natürlich keine Axt dabei. Ach, verdammt. Kann ich mir gleich ein bisschen Holz mitnehmen. Nochmal, tatsächlich. Damit wir unsere Kakaofarm ein bisschen vergrößern können. Aua. So, haben wir ein bisschen Holz. So, und jetzt brauchen wir nochmal welche anderen Blätter. Und da bieten sich zum Beispiel hier hinten die Kirschbäume an. Hier brauchen wir jetzt bloß ein Stack. War schon fast. Ah, perfekt. Oh, wir haben hier noch Dschungelblätter oben drin. Ah, egal. So, jetzt können wir nämlich hier die 5 Stacks reinpacken. Und statt jetzt die Dinger zu bekommen, die wird eins der Kirschblätter. Bumm. Und dadurch, dass es kein Rezept gibt mit dieser Kombination, haben wir dann automatisch Ölextrakt. Yeah. Geilomato. So, 5. Haben wir was mit 5? 5, 5, 5, 5. Ey, 5. Da. Du noch da, du noch da, du noch da, du noch da. So, wir brauchen noch 2. Und ganz ehrlich, weg mit dir. So, und wir haben sogar noch die Hälfte der Schere übrig. Ist das krass oder ist das krass? Ich persönlich glaube, es ist krass. Okay. Wie wir einfach dieses Auto hier unten nie wieder brauchen werden, weil wir alleine schon zu Fuß schneller sind als jedes Fahrzeug dieser Welt. Das ist schon krass. Okay, jetzt haben wir ganz viel von dem Zeug. Und daraus, das müssen wir jetzt zweimal kochen. Auch nicht. Scheiß die Wand dann. Das heißt, wir können die Dinger schon mal wegschmeißen. Holzschrank. Ah, vielleicht können wir die sogar aufheben.
Was? Die geht auch nicht. Die Dachen gelten nicht als Holz. Wollt ihr mich verarschen? Ja. Sehr geil. Das ist schon sehr traurig. So, haben wir schon mal ein paar Kunststoffplatten. Home Decor. Machen wir irgendwelche Glasdinger, ne? Das ist einfach nur Glas. Glas müssten wir ja haben. Genau, da haben wir sogar noch 6 Stück. Brauchen nur 5, aber gut. Wobei, hatten wir nicht sogar noch diese Glasscheiben? Davon hat es auch damals irgendwie zu viel gemacht oder so. Ach ne, die Dinger hatten wir. Was ich, okay. Ich glaube, die. Achso, guck hier. Weg da, weg da, weg da, weg da. Danke. So. Ahahaha, wenn wir schon mal die Dinger, wenn wir die Dinger, brauchen wir bloß noch Stöcker. Stöcker haben wir auch. Gut, der. Dankeschön. Okay. Damit können wir uns jetzt erstmal ein Waschbecken bauen. Dankeschön. Ja, unser erstes Dings. So, das Waschbecken kommt auch da. So, dann das Unterteil davon. Da müssen wir mal gucken, wie wir das anordnen, weil die kann man nicht direkt aufeinander packen. Das hier ist das Wichtigste. Bierzapfen. Ja, moin. Was ist das Ding? Wo ist das Waschbecken? Sag mal. Da schon mal den Wasserhahn. Okay. Brauchen wir zu viel Stahl? Ah, ist und da brauchen wir nämlich auch wieder Marble. Okay, brauchen wir erstmal 2 Wassereimer. Wir brauchen jetzt mal viel Eisen, merke ich gerade. So. Wir brauchen jetzt mal 2 Wassereimer. Einer davon muss gefüllt sein. Ja. So. Jetzt brauchen wir einmal dich und einmal zu essen. Marble. Wieder. Achso, nee. Okay. Kann ich auch das Marble nehmen? Natürlich nicht. Das ist ja so völlig unnütz, das Zeug. Das bringt gar nichts. So, dann haben wir schon mal den. Und jetzt brauchen wir den gefüllten mit 2x Stahl. Und der muss jetzt irgendwie so kombiniert werden. Genau. Voila. So, das heißt, du kommst nach da. Und du komm noch da. Sehr geil. Und ich glaube, ich packe dich mal so hin. Oder? Nee. Ja, kannst auch so. Okay, dann haben wir schon mal unser, ne? Zahnpasta ist auch direkt dabei. Gratis. Genauso wie 3 Zahnbürsten, die müssen für unser ganzes Leben reichen. Wiederverwendbar. Also gut, das haben wir sowieso, aber ich meine jetzt. Sehr lang wiederverwendbar. So, denn das Allerwichtigste, ah, das. Das. Ach, du brauchst auch wieder 2 Wassereimer. Oh, leck wieder am Arsch. Danke. Eben bei der Home Decor Mutter braucht man extrem viele Wassereimer. Qu quasi alles, was du baust, braucht irgendeinen Wassereimer. Auch hier die Badewanne. Also hier die Dinger sowieso alle, klar, ist der gleiche. Haben wir schon.
Hier, die Dinger brauchen auch. Und wo ist die Badewanne? Da. Da brauchst du auch jeweils einen für das Ding denn. Brauchst also für quasi jeden Gegenstand mindestens einmal einen Eimer. Achso, hier oben sind noch gar keine Türen drin. Ja gut, dann wollen wir da oben nicht Türen drin haben? Haben wir noch Türen? Hallo? Türen? Ja, haben wir sogar noch. Wie kann man die Dinger bauen? Aber man könnte auch direkt Glas führen, ne? Ja. Ach, scheiße. Oh, und definitiv auch mehr Glas. So. Ah, ich sag mal 50 reichen erstmal. Warum machst du mal Hände hier bitte? Ach. Leider gibt es nur immer ein Eingangsfeld und mehrere Ausgangsfelder. Cool wäre es, wenn man auch mehrere Eingangsfelder hätte, dass man so ein bisschen Pipeline machen kann. Naja. So. So reicht es aber auch, ne? Die anderen Seiten brauchen keine Türen. So ist völlig in Ordnung. Okay. Was sollte man bauen? Toilette. Warum wollte ich schon wieder ist hier? Wir brauchen mehr Marble. Da. So viele Sachen hier, Alter. Holy shit. Bam. Dankeschön. So, die kommt hier schön in die Ecke. Wobei hier hinten soll der Schlafplatzbereich sein. Wir müssen sowieso mal gucken, wie wir es genau einteilen. Weil wenn wir hier schlafen wollen und neben dem Bett auch noch stehen wollen, dann müssen wir hier die Wand ziehen. Damit das Bad, aber sehr klein. Das heißt, wir müssen gucken. Ich glaube, wir machen es tatsächlich anders. Ach, ich weiß nicht. Meine Idee war quasi einmal hier so zu machen. Und dann das Bad, also dass er der Schlafraum wird, wenn was aber halt sehr klein wäre. Und wir dann quasi die von hier erreichbar machen, dass wir hier quasi Durchbruch machen für eine Tür. Aber es ist das Bad an sich immer noch relativ beengt. Von daher. Ich weiß, wir haben eine Axt dabei, Leute. Aber ich nutze sie nicht. Ja, dann machen wir es halt doch so hier. Dann muss das Ding aber nochmal weg. Dann kommt das Ding nämlich nach hier. Hier in die Ecke kommt dann nämlich, beziehungsweise hier in die Ecke kommt dann die Dusche. Badewanne ist natürlich nicht inklusive, aber gut. Beziehungsweise, wir können natürlich mal gucken. Ich habe da eine andere Idee. Angenommen, wir machen jetzt das ungefähr so. Warte mal ganz kurz. Erstmal hier.
So ungefähr. Bam. Danach. Achso, scheiße, vorne ist der Kisten. Ha! Gut, wir können aber auch hier die Tür reinmachen. Aber hier soll ich bitte die Küche hin. Dachte, warum ist so klein? Ich schwör's euch. Oder wir machen das unser Schlafzimmer wirklich durchs Bad erreichbar. Ich sollte mal langsam mal meine Achse in Quick-Slot packen. So. Meine Idee ist nämlich, dass wir hier hinten auch quasi noch zumachen. Ungefähr so. Da können wir nämlich, verdammt, hier nämlich ein bisschen eingelassenerweise die Dusche hinpacken. Dann haben wir nämlich quasi hier die Toilette. Da hinten dann die Wanne. Aber ist dann auch wieder ein bisschen zu eng. Kommt man ja hier durchs Bad nicht in die Dusche rein. Durch die Badewanne meine ich doch. Da, verdammte Scheiße. So vielleicht, dass hier ein bisschen offener ist. So könnte man es doch machen. Könnte man hier die Badewanne hinstellen? Ja, doch, so macht Sinn. Okay. Mann, 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 Mann. Haben wir nicht eigentlich irgendwo ein Bett gehabt? Wir hatten doch bereits irgendwo ein Bett. Hallo? Nee, scheinbar nicht. No. Nö, wir haben noch kein Bett. Lol. Das ist interessant. Okay. So, was haben wir denn jetzt hier eigentlich alles? Wir haben noch gar nichts. Gut. Das heißt, wir brauchen eine Dusche. Brauchen wir auch wieder einmal für. Da brauchen wir auch wieder einmal für. Und das Bad selber braucht er auch einmal. Wir brauchen also noch drei Eimer. So, und einer davon muss gefüllt sein. Ah, nee, zwei müssen gefüllt sein. So, das heißt, hier, danke, danke, du kommst hier rein. Danke, danke. Yeah. Oh, gute Eisdusche. So, und jetzt brauchen wir noch ein Bad. Warum gibt es eigentlich zwei? Wir bleiben bei dem hier. So, und das Ding kommt jetzt noch da. Oh, verdammt. Ich meine, so geht's auch, aber es ist ja für sehr kleine Leute. Denn jetzt überhaupt nach links, nach rechts? Ach, okay, so. Oh, schade, das Ding geht nicht an. Sad life. Gut, da brauchen wir noch irgendwie eine Art Beleuchtung. Denn die Fackeln soll es ja nicht auf Dauer sein. Wäre bei einem Holzhaus eher schwierig. Aber, ja, so kann man es mittlerweile machen. Haben wir noch eine Holztür? Haben wir nicht. Das ist ja sehr bedauerlich. Irgendeine Art von Holz. Und das kriegen wir noch locker hin. Alles. Das wir reichen erstmal. Hier machen wir was hier nach vorne. Ja. Ja, doch, so ist gut.
So. Dann wollen wir noch ein Bär. Bärs. Die sehen ja schön aus. Fancy. Da brauchen wir natürlich auch wieder Wolle für. Was ist das denn hier? 3D-Drucker? Leck mich am Arsch. Wolle. Ist ja bei uns aktuell ja Mangelware. Ja, sieht nicht gut aus. Sieht gar nicht gut aus mit der Wolle. Nope. Überschuss haben wir leider auch nicht mehr, soweit ich weiß. Obwohl doch, doch, ich dafür. Für 3 Blöcke sollte es ausreichen. So. Dann haben wir das. Und diese Waffen, ne? Ja. Dankeschön. Yeah. Nice. Ja, so kann man es machen. Easy. Dann nehme ich hier leider die Fackel weg. Und hängt die mal lieber hier an. So. Voilà. Bad schön beleuchtet. Mein Bett braucht eh kein Licht. Da will man ja schlafen. So. Easy. Dann haben wir das Bad schon mal weitestgehend komplett. Ich überlege, ob wir hier, weil jetzt überall wirklich nur grünes Holz ist. Ich meine, hier ist es nicht schlimm, weil hier hat man natürlich die Fensterakzente. Aber ob man hier nicht mal irgendwie Akzente reinbringt. Aber ich wüsste jetzt erstmal nicht, wie. Es lebe die Wasserverschwendung. Yeah. Ich gehe immer mit ein paar Kletter in meine Wohnung rein. Macht ihr es nicht? Klingt ja schon verboten. Aus jetzt. Easy. So, damit ist die untere Etage. Ah ne, halt, gut, Küche fehlt aber komplett. Da habe ich mir noch gar keinen Kopf gemacht, was denn überhaupt alles rein soll. Aber gut, wollen wir mal sagen, das machen wir eher für die nächste Folge. Von daher, bis dann.